Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Video hier von MMOZone. Ja, der Titel Schlachtfeld Brachland. Wir befinden uns gerade noch in Durotar bei Kita Pfeilzahn. Und der hat die wöchentliche Quest Schlachtfeld Brachland für uns. Ja, das Besondere dabei ist, wir bekommen ein radikales Mojo. Wofür das gut ist, werde ich noch in dem Video jetzt nicht erklären. Aber ihr findet in der Videobeschreibung unten einen Link. Und da wird das dann alles aufgedeckt. Es gibt auf jeden Fall epische Belohnung der Stufe 476. Wir sind jetzt gleich im Brachland und unsere Aufgabe ist es dort, wie gesagt, eine wöchentliche Quest, könnt ihr einmal in der Woche machen, jeweils 150 der 4 vorhandenen Vorräte der Korkron zu holen. Anfangen tun wir damit mit den Steinen, die droppen von den Flammenwogen hier rechts, beziehungsweise von der wilden Erde. Und da klappt das Tab-System wieder super. Die armen Giraffen wollte ich schon fast töten. Nein, wir töten natürlich hier die Flammenwog der Korkron, denn diese Mobs droppen zum Beispiel auch die Steine, die wir hier brauchen. Wie gesagt, 150 Steine. Befinden sich oberhalb von Ratchet, sieht man dann ja auch auf der Karte. Und hier seht ihr Stein der Korkron, 5 Stück. Ansonsten, wie gesagt, die geringen Amulette des Glücks haben auf dem PTR einen unheimlich hohen Drop-Faktor. Das wird auf dem Live-Server nicht so sein. Als zweites schauen wir uns an, wo es denn das Fleisch der Korkron gibt. Und zwar haben wir hier sogenannte Schlachtwölfe und eine Vorhut der Korkron. Außerdem sieht man jetzt schon, wenn man sich das Bild hier gerade anschaut, beziehungsweise das Video, links und rechts so kleine Fleischeimer oder Fleischkisten. Ich denke mal, es sind eher Fleischkisten. Auf jeden Fall, wir töten jetzt hier den Schlachtwolf noch, looten dann erstmal rein und dort sind, ihr seht es schon, 6 Fleisch der Korkron enthalten. Ansonsten natürlich wieder die geringen Amulette des Glücks. Und hier, wie gesagt, eine Fleischkiste der Korkron heißt es aktuell auf dem PTR. So bekommt man das Fleisch, ist eigentlich relativ easy. Als nächstes haben wir das Öl. Ihr seht hier schon die großen Ölfelder vor uns. Und dort sind so kleine Goblin-Ingenieure, die kann man ganz gut farmen. Ansonsten natürlich auch noch die Aufseher, beziehungsweise die Söldner-Ingenieure. Söldner-Ingenieure, nicht Goblin-Ingenieure, auch wenn es kleine Goblins sind. Haben nicht viel HP, sind meistens in 3er-, 4er-Trupps unterwegs. Und die kann man hier ganz gut wegnehmen. Und ja, dreimal Öl der Korkron. Außerdem ist hier das Besondere, es gibt, ich schaue gerade mal, Flaschen bzw. abgefüllte Fässer. Hier vorne links ist so ein kleines Fass, sieht man's? Genau, da Ölfass der Korkron steht auf dem Boden. Könnte ich jetzt looten, dann würde ich aber wahrscheinlich wieder 3 Mobs pullen, deswegen lasse ich das. Als letztes haben wir noch das Bauholz der Korkron. Und hier in Richtung Ashenvale befindet sich dann hier gerade das Holzabbaulager. Und hier sind auch dann die Arbeiter, Höllschreis Arbeiter. Und rechts von uns sieht man gerade sehr schön diese Holzkiste der Korkron. Da könnte man auch das Bauholz mitnehmen. Also alles in allem relativ einfach an das Material bzw. die Vorräte, die hier Vol'jin bzw. Kita benötigen für den... für die Dunkelsperr-Rebellion ist es relativ einfach, auch wenn es mühselig ist. Deswegen hat Blizzard noch weitere Features eingebaut, wie man, ich sag mal, schneller an die ganzen benötigten Vorräte kommt. Hier loote ich das nochmal mit. Und die zeige ich euch gleich, denn es gibt hier 2, 3 wirklich interessante Möglichkeiten, wie man schneller und vor allem, eigentlich nur schneller an die Vorräte kommt. Und ja, das erste dieser Features ist die sogenannte Brachland-Karawane. Dabei müssen wir diese Brachland-Karawane eskortieren und sie vor den Feinden schützen. Ihr seht hier rechts schon zum Beispiel einen Karawanenräuber der Korkron und die versuchen hier natürlich, uns die Vorräte streitig zu machen. Und ihr seht hier auch mittlerweile ein paar Hordespieler. Und die begleiten jetzt hier einfach den Wagen. Es gibt auf der im Brachland verschiedene Spawnpunkte. Ich habe einen erlebt von, ganz unten aus dem südlichsten Punkt herauf, die Straße Richtung Wegekreuz. Dann befinden wir uns hier gerade an der Höhle des Weglangs.
und eine weitere Karawane kann von Ratchet aus starten. Ob es noch weitere Karawanen-Spawnpunkte gibt, weiß ich nicht. Aber ihr bekommt da auf jeden Fall im Chat die Mitteilung, dass gerade, naja, eine Karawane der Horde oder Allianz unterwegs ist. Und wenn ihr die dann erfolgreich eskortiert habt, bekommt ihr hier diese Belohnung, überschüssige Vorräte. Und da drin sind dann auch nochmal Vorräte. Und ja, das macht dann doch schon mehr Bock, als, ich sag jetzt mal, stupide die Mobs zu farmen. Ihr seht ja, lohnt sich mitunter auch wirklich. Ansonsten ein weiteres Feature ist das sogenannte, naja, der umgestürzte Wagen der Korkron. Und auch hier wieder auf der Karte befindet sich umgestürzter Wagen der Korkron und darunter Fleisch. Das kann auch Öl, das kann auch Bauholz oder halt, was haben wir noch? Fisch? Nee, Fleisch. Fleisch sein. Und hier haben wir jetzt gerade die ganzen Fleischkisten und ihr seht, ich könnte jetzt hier runtergehen und die ganzen Kisten looten. Ja, das ist jetzt natürlich gerade so viel, weil entweder ist der Wagen gerade erst umgestürzt oder keiner der Horde-Spieler bzw. Allianz-Spieler hat gerade Bock hier, naja, die Fleischvorräte der Korkron zu looten. Also ihr solltet da dann schon auf Zack sein, wenn ihr hier so eine, naja, so eine Meldung bekommt, dass gerade ein Wagen umgestürzt ist. Ansonsten haben wir da oben noch einmal einen umgestürzten Wagen, diesmal mit Holz. Ihr seht, es sind insgesamt drei gerade da. Schauen wir mal, ob hier noch Holz ist. Hier ist der Spawnpunkt von dem Holz. Ja, leider nicht. Also hier müsste dann, in der Regel lege hier bestimmt auch noch Holz rum. Oder der wurde schon geplündert, aber ich denke mal, dann verschwindet er. Ein weiteres Feature sind die Kommandanten, beziehungsweise der Kommandant der Korkron. Wird auch auf der Weltkarte angezeigt und zwar mit so einem, ja, Monster-Icon. Aktuell ist es leider so, liebe Leute, dass auf dem PTR die Kommandanten wieder rausgepatcht wurden. Also hier sieht man so einen kleinen Kommandantenposten, hat so ein kleines Zelt. Sieht ein bisschen, naja, was edler aus. Aber sie sind leider nicht da. Ich hatte in einem früheren Video, wo ich euch das hier schon mal, die Veränderung im Brachland schon mal vorgestellt habe, hier an dem Baum ungefähr gegen einen Kommandanten gekämpft. Und ja, wie es dann wirklich genau abläuft, da unten haben wir noch einen Kommandant. Mal schauen, ob wir da vielleicht was haben. Aber auch hier seht ihr, ist zwar ein schönes kleines Lager mit einem Lagerfeuer, aber kein Kommandant da. Also ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass der zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht da ist und vielleicht nochmal mit einem PTR-Patch reingepatcht wird. Auf jeden Fall benötigt man eine kleine Gruppe für den Mob und der kann, denke ich, auch mal mit etwas Glück das radikale Mojo droppen, worum es sich hier dann eigentlich nur dreht. Denn mit diesem radikalen Mojo kann ich ja kurz sagen, könnt ihr euch Items einlösen, die sehen wir jetzt hier zum Beispiel, latente Schiftung der Korkron. Die kombiniert ihr einfach mit diesem radikalen Mojo und erhaltet dann ein passendes Item der Itemstufe 476 für eure Spezialisierung, die ihr gerade ausgewählt habt. Und ja, ist nichts Besonderes das Item, aber naja, immerhin ein Epic mit Item Level 476. Ansonsten, das war meine kleine Vorschau zu dem Schlachtfeld Brachland, welches wir mit 5.3 spielen können. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Weitere Informationen findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Da findet ihr die ganzen Informationen auch nochmal schön sauber in einem Artikel zusammengefasst mit Bildern. Und ja, ich sage bis dahin, macht es gut, haut da rein, ciao.